Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe hier meine ganzen aufgebrauchten Sachen aus dem Monat Februar vor mir liegen und die möchte ich dir gerne zeigen, reviewen und dir meine Erfahrungen damit mitteilen. Also wenn du Bock drauf hast, es wird lang, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und am Ende des Videos wird es auch eine Verlosung geben. Da zeige ich dir auch, was es zu gewinnen gibt. Also, bleib dran! So, zuallererst starte ich jetzt mal mit der Kategorie Gesicht. Ja, ich hatte einen Augen-Make-up-Entferner in einer Box drin gehabt. Das ist der von Je und Len. Reinigungsschaum für alle Hauttypen, duftneutral, kann ich so nicht bestätigen. Ja, Make-up mit Limetten und Apfelextrakt. Der hat sehr säuerlich gerochen und kam sehr, sehr blöd oben raus. Also der Schaum, der hier oben rauskam, kam nicht als normaler Schaum raus, sondern so eine Schaum. Weißt du, was ich meine? ja, so auf jeden Fall. Er hat Augen-Make-up entfernt, er hat auch insgesamt das Make-up sehr gut entfernt. Ich habe den unter der Dusche benutzt, eigentlich nachdem ich mein Gesicht schon gereinigt habe. Dann habe ich mir den auf ein Waschi gegeben und habe damit dann mein Gesicht gereinigt, meine Augen, alles so halt nochmal richtig abgemacht. Und ja, das hat ganz gut funktioniert, aber ich fand das Produkt an sich nicht gut und würde es auch nicht nachkaufen. So, dann habe ich hier einen Augen-Make-up-Entferner. Genau, das ist der, den ich auch tatsächlich vorher dann immer verwendet habe, mir auf ein Wattepad gegeben habe. Aber zum Thema Wattepads kommen wir gleich nochmal. Das ist von Catrice Take All Off Anti-Pollution Micelle Water Oil-in-Water Remover Waterproof Face Eyes Lips. Mensch, da steht einiges drauf. Ja. War sehr gut, hat sehr, sehr zuverlässig auch alles soweit entfernt. Damit habe ich vor allem mein Lippen-Make-up und mein Augen-Make-up entfernt, bevor ich dann duschen gegangen bin und unter der Dusche dann den letzten Mock dann auch runtergeholt, sage ich mal. Und ja, war gut, war so ein Zwei-Phasen-Ding, musstest du schütteln, kann ich empfehlen, war gut. Hat auch jetzt nicht irgendwie die Augen gereizt oder einen blöden Film auf den Augen hinterlassen. Ich fand's cool, würde ich mir so auch nochmal kaufen. So, aussortiert habe ich tatsächlich von Essence Into the Snow Glow ein Sugar Face Scrub. Den habe ich einmal verwendet und Leute, ich spiele euch mal eben ein, was passiert ist. Okay, ich war gerade duschen und habe einen neuen Sugar Face Scrub von Essence Into the Snow Glow ausprobiert. Diese Verpackung glitzert schon und ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber ich glitzere auch. Und ich komme gerade aus der Dusche. Ich habe mein Gesicht danach gewaschen. Sieht man das so besser? Ich habe das Licht ausgemacht. Ich glaube, man sieht das, ne? Diese ganzen Glitzerpartikel, die hier überall sind. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich mir gerade Feenstaub ins Gesicht gemacht habe. Nein! Ich glaube, das Ding darf gehen. Ich glaube, es darf wirklich gehen. Denn ich muss nicht aussehen wie eine Fee. Wieso? Es war so ein schönes Produkt, es hat sich so schön auf der Haut angefühlt, es hat auch gerade so ein schönes Hautgefühl hinterlassen. Aber warum muss meine Haut jetzt danach glitzern? Ja, also ich habe da wirklich komplett geglitzert. Es war furchtbar und deswegen, also der wird in meine Aussortiert-Kiste wandern. Ich habe so eine Kiste, wo ich halt Sachen reinpacke, die ich selber nicht mehr weiterverwenden möchte. Und da können sich dann Freunde und Familie dran bedienen und sich rausnehmen, was immer sie haben wollen, sei es dekorative Kosmetik, wo wir gleich noch zu kommen, oder sei es dann halt auch solche Pflegeprodukte, die bei mir entweder nicht funktioniert haben oder die halt einen Effekt hatten, wie dieses Glitzern, was ich einfach furchtbar fand. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendwer da Bock drauf, ich nicht. Dann habe ich hier von Estee Lauder eine Tagescreme leer gemacht, die Daywear Multi Protection Antioxidant 24 Hours Moisture Cream. Genau, die habe ich leer gemacht, das war so ein kleines Pöttchen. Hatte den typischen Estee Lauder Geruch. Hier könnte man jetzt theoretisch dieses weiße Pöttchen rausnehmen und ein Nachfüllpöttchen reinmachen. Die fand ich richtig toll. Also die war echt gut. Da hast du gemerkt, dass es richtig teurer Scheiß ist. Ist super gut eingezogen, hat die Haut echt toll über den Tag gepflegt. Und ja, die fand ich echt geil. Aber die war halt echt teuer. Beziehungsweise wird teuer sein. Ich habe die irgendwie in einem Set oder so gekauft, weiß ich nicht. Von außen ist das hier Plastik, deswegen kann die dann auch tatsächlich in den Plastikmüll. Ja, ich fand die toll. Richtig toll. Alto Belli fand ich die toll. Und sie roch gut. Estee Lauder Geruch, so ein Hauch Gurke. Oh, richtig geil. Also für morgens ultimativ. Dann habe ich von Nip and Fat, Nip and Fab Hydrate Dragon's Blood Fix Plumping Serum leer gemacht.
Ja, das ist so ein Serum gewesen. Also, ne, ich habe die ganzen Tuben richtig ausgequetscht und alles, aber die ploppen natürlich jetzt wieder voll und sind dann halt, ne, mit Luft und so voll. Das riecht halt wirklich, wonach riecht das? Es riecht sehr frisch, aber ganz gut. Und ich habe mir das hier tatsächlich, ich muss kurz überlegen, sowohl morgens als auch abends drauf gemacht. Und ich fand es ganz cool. Also das, was das mit Dragon's Blood Fix ha zu tun haben soll, keine Ahnung. Plumping, keine Ahnung. Es hat aber auf jeden Fall die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt. Also ich habe quasi vorher einen Toner verwendet, dann habe ich das Serum drauf gemacht und dann eine Tages- oder Nachtcreme und zwischendurch auch nochmal Augencreme. Ja, ne? Also ich fand das Produkt gut, es war in einem Adventskalender mit drin, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil das relativ teuer ist, glaube ich. Und es definitiv auch Serien gibt, die jetzt irgendwie preislich erschwinglicher sind. Aber ich fand es ganz cool. Also habe ich gerne verwendet. So, dann habe ich einen Cleanser leer gemacht. Auch der war, glaube ich, in einem Adventskalender drin. First Aid Beauty Fab. Skin Rescue Deep Cleanser with Red Clay, also mit roter Tonerde. Remove Excess Oils, bla 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 bla. Also der hat einfach mein Gesicht gereinigt, sagen wir es mal so. Den hatte ich unter der Dusche stehen und habe mir den dann auf mein Waschi gemacht und damit halt mein Gesicht gereinigt. Und wie du siehst, ist der halt so rot, halt mit roter Tonerde. Ja, auch nach nicht wirklich viel. Halt erdig, tonerdig, ne? Und ich fand den ganz angenehm. Der hat mein Gesicht gut gereinigt und halt auch wirklich schön gepflegt. Also ich hatte natürlich nachher das Bedürfnis, mir mein Gesicht einzucremen, aber der hat mein Gesicht gut gepflegt. Schönes Produkt, kann ich empfehlen. Hier habe ich von Polar ein Gesichtsscrub, genau, ein Gesichtspeeling. Auch das fand ich ganz gut. Das hatte eher eine cremige Konsistenz mit leichten Peelingkörnern. Es roch halt sehr, sehr ganz normal pflegend, aber halt auch ein bisschen säuerlich, halt wie so ein Peeling ist. Aber ja, war jetzt nicht so für mich ultimativ. Ich mag lieber Zuckerpeelings eigentlich. Und ja, das sollte mit arktischer Baumwolle gewesen sein. Aha, interessant. Also, ne, ich fand es ganz cool. Kann ich empfehlen. Hat jetzt nicht irgendwie die Haut irritiert oder so. Sie hat, es hat die Haut gepflegt. Dann habe ich eine Nachtcreme leer gemacht. Die sieht jetzt nur noch so klein aus. Von Mavala oder so. Ich habe die aufgeschnitten, deswegen sieht die so klein aus. Mavala Switzerland Anti-Age Pro Gesichtscreme. Genau. So sieht die aus. Ich fand die jetzt nicht so ultra geil im Geruch. Ne, die riecht ein bisschen muffig, weil es halt auch irgendwie so ganz normale Naturkosmetik ist, Mensch. Und das finde ich, riecht immer so ein bisschen muffig. Das ist dann halt nicht so ganz meins vom Geruch her. Aber es hat super gepflegt. Meine Herren, es war halt eine Nachtcreme und die war schön reichhaltig. Und am nächsten Morgen hatte ich so eine tolle Haut. Also da waren nur 3 Milliliter drin, aber es war richtig toll. Ja, die hat mir gefallen. Und dann habe ich noch zwei Reinigungstücher, diese feuchten, leer gemacht. Wie gesagt, ich kaufe keine mehr nach. Es ist so, dass ich, wenn ich irgendwo was in Tauschpaketen drin habe oder in Boxen oder so, dann verwende ich das natürlich. Aber ich kaufe mir die nicht selber aktiv. Möchte ich nicht. So, genau. Das hier waren die beiden. Da habe ich einmal hier von Nivea Micellenreinigungstücher 3 in 1 gehabt. Das ist das mit der Giraffe drauf. Ja, ne, habe ich sowohl zum Swatches entfernen verwendet, als auch wenn ich jetzt so quasi mein Gesicht abgeschminkt, nee, wenn ich geduscht habe und dann quasi nach dem ganzen Abduschen, Cleansen, wie auch immer, dann diese Panda-Augen gekommen sind, dann habe ich die verwendet. Ja, aber ansonsten verwende ich sowas ja für nichts eigentlich. Genauso auch die von CB Young. Ja, also dafür waren die gut. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie die zum Gesichtsreinigen sind oder zum Abschminken, weil ich die dafür ja nicht verwende. Genau, denn ich bin jetzt ja umgestiegen auf die von Norwell. Da habe ich jetzt einfach mal exemplarisch diese Verpackung genommen, weil die schmeiße ich ja auch weg. Habe ich letztens in meinem Amazon-Haul gezeigt. Das hier sind jetzt so Reinigungspads, also ungefähr so groß sind die. Da kann ich so meine Hand reinschieben. Das habe ich auch schon mal mit euch live getestet und kann auch wirklich das empfehlen. Also ich habe das unten in der Infobox verlinkt. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ist echt cool. Also die kosten nicht wenig, aber die sind toll und du kannst sie wiederverwenden und ich packe die in die Waschmaschine und in den Trockner und es hält. Es läuft einfach echt gut damit und du machst weniger Müll damit. Ja, selber kaufen tue ich mir keine Einwegpads mehr. Wenn ich aber irgendwann mal irgendwelche Pads irgendwo drin habe, verwende ich die.
oder zum Nagellack entfernen. Jetzt nicht auf den Nägeln, sondern auf den Fußnägeln, aber ihr wisst, was ich meine. Genau. So, gehen wir weiter zum Thema Masken. Diesen Monat, also ich habe quasi im Anfang Februar eine Maskenwoche gemacht, die ich dir hier oben gerne mal verlinke, wo ich ein paar Masken verwendet habe. Die Maskenwoche, die ich eigentlich im März gemacht hätte, Anfang März gemacht hätte, habe ich nicht gemacht, weil ich ja die Beauty Sand Maske ausprobiert habe. Ja, genau. Deswegen ist die Maskenwoche ja ausgefallen, aber es kommt ja dann Ende März, Anfang April wieder eins. Genau. Ja, in meinem Maskenvideo habe ich die Bubble Mask getestet. Die gibt es ja bei Action. Die fand ich echt super. Die fand ich echt cool. Kann ich euch echt empfehlen. Echt, echt. Wirklich. Die Lovely Maske von Paola Maria fand ich jetzt nicht so berauschend. Die würde ich euch jetzt nicht wirklich empfehlen. Von Garnier Skin Active, den Aloe Water Balm, habe ich ja als Maske verwendet, weil man das auch als Maske verwenden kann. Den fand ich nicht berauschend. So, und jetzt kommen wir zu was Aufregendem. Das Video dazu wird ein bisschen später mal kommen, weil ich habe sie ja getragen und da muss sie jetzt erstmal wirken. Und sie wirkt auch übrigens schon, so kleiner Spoiler. Und zwar habe ich hier die Summerfood Maske ausgetestet, beziehungsweise austesten dürfen. Die habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn das Video dazu online kommt, wird es auch eine Verlosung dazu geben. Das heißt, da könnt ihr auch sowohl die als auch die für Männer gewinnen. Aber nicht in diesem Video. In diesem Video gibt es was anderes. Ja, ne? Die habe ich mir gemacht und einwirken lassen und ein detailliertes Video dazu wird so in ungefähr 2 Wochen online kommen. Und sie wirkt schon. Also obendrauf löst sich schon alles. Das ist schon ein bisschen eklig. Und ja, im Anschluss daran habe ich diese Fußbadekristalle verwendet. Ich werde jetzt auch in meinen Aufgebraucht-Videos natürlich immer mehr von diesen Fußbädern drin haben, weil ich jetzt ordentlich viele Fußbäder mache. Jeden Tag ein Fußbad. Immer abends. Ja. Das hier waren die Fußbadekristalle Lovely mit Minzöl und Blutorangenextrakt von Valea. Die fand ich echt toll. Auch wenn mein Freund fand, dass die gestunken haben. Ja, es riecht halt extrem nach Minze. Und Blutorange. Also sehr, sehr frisch. Ist jetzt nicht so der geilste Geruch, wenn du den Kamin an hast, würde ich mal so sagen. Aber ja, habe ich auf jeden Fall verwendet. Und hat gut getan. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu der Kategorie Haare. Und im Bereich Haare habe ich aktuell gar nicht so viel aufgebraucht, weil ich habe hier von Hask Monoir Coconut Oil das Shampoo und die Spülung in Verwendung bzw. verwendet. Das Shampoo ist jetzt leer gegangen, die Spülung steht noch bei mir unter der Dusche, die habe ich noch nicht verwendet. Ja, ich bin kein Fan von Kokosnuss, aber dieses Shampoo ist der Hammer. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also, wenn du Probleme hast, irgendwie mit Feuchtigkeitsversorgung der Haare, also ihr seht es auch, meine Haare sehen gepflegt wie nie aus. Also ich finde es wahnsinnig schön, was dieses Shampoo und diese Spülung mit meinen Haaren angestellt hat. Ich hatte das im Ausverkauf gekauft, glaube aber, dass es das tatsächlich noch in anderen Richtungen, Geruchsrichtungen, wie auch immer gibt. Also ich kann es euch wirklich ans Herz legen, euch das mal anzuschauen. Und es hat meine Haare gepflegt, es tut meinen Haaren gut, auch die Spülung unfassbar toll. Ja. Vom Geruch her lässt sich drüber streiten, bin halt kein Kokosnuss-Fan, aber das Produkt war einfach pflegend und geil. Joa, dann sind 10 Spiralhaargummis leer gegangen. Das war, glaube ich, aus dem Teddy. Genau, ja, steht hinten noch drauf von Teddy. Hat 1 € gekostet, waren 10 Stück dran. Und ja, das sind halt so kleinere gewesen. Die waren ganz gut. Die haben auch ganz gut in meinen Haaren gehalten. Das, was ich aktuell verwende, ist, glaube ich, von Action. Die sind doof. Die leiern unfassbar schnell aus. Die hier nicht. Die haben lange gehalten und waren toll. Und dann habe ich einige Masken leer gemacht, also Haarmasken. Einmal von Balea Schönheitsgeheimnisse, die beruhigende Haarmaske mit Hafermilch, die war richtig toll. Die war echt klasse. Die hat meine Haare schön gepflegt. Im Prinzip waren alle Haarmasken, die ich dieses Mal getestet habe, richtig geil. Die Glossy Blonde 1-Minute-Intensivkur von Balea war auch super. Die hat die Haare schön weich gemacht. Dass meine Haare dadurch jetzt blonder geworden sind, kann ich nicht bestätigen. Es ist einfach so geblieben, wie es vorher war. Aber sie hat richtig schön gepflegt. Hier steht ja auch besondere Nährpflege für bei beanspruchtem blondem Haar, perfekte Kennbarkeit und strahlendes Blond. Also das mit der Nährpflege und der perfekten Kennbarkeit kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Dann habe ich hier von Isana, das hatte ich auch in einem Tauschpaket, genauso wie auch die 1 Minuten Balea-Haarkur und die Balea-Hafermilch-Haarkur, genau, von Isana die 1-Minute-Soforthilfekur oder 1 Minute, Minuten? Soforthilfekur mit Arganöl und Cranberry. Die fand ich gut, aber nicht so gut wie die von Balea mit Hafermilch. Ja.
Und was ich halt auch hier ganz doof finde, ist, dass du das hier ganz blöd unter der Dusche aufkriegst. Das ist sehr unpraktisch von der Verpackung her. Hat aber trotzdem gepflegt. Von Coco and Eve habe ich auch Like a Virgin leer gemacht. Die hat richtig lange gehalten. Die war toll. Super Nourishing Coconut and Fig Hair Mask. Bei diesem Produkt muss ich tatsächlich sagen, dass mir der Geruch unfassbar gut gefallen hat, obwohl es einfach Kokosnuss war. Weil es riecht nicht einfach nur nach Kokosnuss, es riecht so sanft, fruchtig, mit einem Hauch von Liebe. Also es war echt toll, das muss ich wirklich sagen. Auch die Konsistenz, also das hat mir richtig gut gefallen. Hatte ich auch in einem Adventskalender drin, ist aber, glaube ich, relativ teuer, wenn man es kauft. Dann habe ich von Seventh Heaven auch in einem Tauschpaket drin gehabt. Ich habe so viele Tauschpaket-Haarmasken. Es liegt wahrscheinlich daran, dass alle sagen: Mensch, Claudia, du hast so schöne Haare, du musst die pflegen. Ja, ihr habt so recht. Von Seventh Heaven Pulped Papaya Rescue Mask. Ja, für Haare und Haarwurzeln. Das heißt, ich konnte die auch wirklich hier oben in den Ansatz mit reinmassieren. Und das war so schön, das hat echt gut getan. War eine tolle, tolle Maske. Die hat auch tatsächlich, ja, wieder Glanz gegeben und die Haare gepflegt. Exotischer Duft kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also es hat für mich nicht nach viel gerochen. Und ja, hat auf jeden Fall gut getan. Gutes Produkt. Ach, du ahnst es nicht. Haushalt ist ganz schön viel geworden. Sind aber auch einfach größere Verpackungen, deswegen sieht das immer etwas wilder aus. So, dann mache ich hier mal die Viecher ab und dann nehme ich von oben runter. Hier habe ich so ganz normale Kosmetiktücher leer gemacht. Da fand ich die Verpackung irre schön. Dann habe ich hier mal wieder meine Slip-Einlagen von Yesser leer gemacht. Die flexiblen kaufe ich immer wieder nach. Kann ich nur empfehlen. Sind super. Dann von Ebelin habe ich hier auch nochmal Kosmetiktücher leer gemacht. Auch die schöne Verpackung. Gefällt mir sehr. Dann von Lenore Unstoppables war bei unserer Postenbörse im Angebot für 2,99 €. Deswegen musste ich zuschlagen. Hatte richtig gut gerochen. Das ist die Geruchsrichtung Mystic gewesen. Ich benutze so gerne Wäscheparfüm. Seitdem riecht unsere Wäsche einfach gut. Lange gut. Also wirklich toll. Dann habe ich leer gemacht, oder wir auch wieder im Angebot von der Postenbörse 1,79, ne? Top Cleaner, Teppich- und Polsterreiniger. Das haben wir verwendet für unsere Teppichböden. Nein, wie heißt das denn? Doch, Teppichböden, ne? Teppichboden. Ein Teppichboden und noch ein Teppichboden, zwei Teppichböden. Genau, da haben wir zwei Stück von und das haben wir damit komplett eingesprüht, weil unser Hund Sammy legt sich halt immer auf diese Teppichböden drauf und also auf die Teppiche drauf und ja. Das riecht dann natürlich irgendwann mal. Und sowas kann man dann sehr gut verwenden, immer mal wieder, um das dann halt entsprechend zu reinigen und dann halt auch seine Hautschüppchen und was nicht alle da rauszukriegen. Manchmal, ciao, manchmal schleppt er ja auch sein Futter mit da drauf und so weiter. Das möchte man dann ja etwas reinigen. So, diese Reinigungspads von D-Make-Up habe ich in meiner Glossybox Young Beauty drin gehabt. Das ist mit der Meerjungfrau. Die habe ich jetzt aktuell in meinem Spender drin. Wie gesagt, ich benutze die nur noch irgendwie, um meine Fußnagellackgeschichten wegzumachen oder so. Aber ne, da habe ich jetzt noch nicht so viel Verwendung für gehabt. Kann ich noch nicht allzu viel zu sagen. Haben sich aber ganz gut angefühlt. So, hier habe ich von Sanft und Sicher Toilettenpapier. Kaufen wir immer wieder nach. Ist super, das ist Klassik. Teelichter haben wir leer gemacht. Das dürfte von Lidl gewesen sein, wenn ich das richtig sehe. Ich guck mal eben. Ich glaube, da stand irgendwo was von Lidl drauf. Naja, ja, haben wir mitgenommen. Hat gut funktioniert und ja, war gut. Ein Teelicht davon brennt hier noch. Brennt es noch? Ja, es brennt noch. Die Brenndauer von solchen Teelichtern sind jetzt nicht so ewig lang, aber das ist nun mal so. Dann habe ich hier Domol feuchte Allzwecktücher in der Geruchsrichtung Apfel. Haben wir leer gemacht. Waren toll, waren gut. Ich finde die einfach klasse. Ich mag die. Ich finde die praktisch. Auch hier über diesen Tisch. Ich wische immer mal wieder drüber. Hier habe ich auch eine Packung stehen. Ne? Es ist einfach, ja, mal eben schnell. Ne? Dann hast du es auch schnell gemacht. So, diese Kerze hatte ich in einer Abo-Box mit drin. Die hat furchtbar gestunken. Also mein Freund hat sie gerochen und ich hatte sie im Wohnzimmer angemacht. Unser Wohnzimmer ist sehr offen und sehr groß und er sagte, boah, das stinkt hier so nach Kneipe.
Dann habe ich auch mal gerochen, bin dann immer näher zu dieser Kerze gegangen und musste sagen, ja, es ist die Kerze. Also ich habe sie relativ ordentlich verwendet, die war halt bis oben hin, ne? Hatte sie erst im Badezimmer stehen, da hat sie mir aber zu sehr gerußt. Also die ganzen Wände waren sowieso schwarz, ich darf keine Kerzen mehr im Badezimmer haben, weil das nicht gut ist. Und deswegen mache ich es nicht mehr. Hatte das dann im Wohnzimmer stehen und es riecht auch jetzt, ne? Ungelogen, es riecht nach kalter Kneipe. Also die kommen weg, Gott sei Dank. Die stinkt. Dann habe ich hier leer gemacht, genau, von Doppelherz, Magnesium, Calcium und D3. Ja, das sind einfach so Nahrungsergänzungsmittel gewesen, die fand ich ganz angenehm. Hier brauchst du wirklich nur eine Tablette am Tag und das hat mir sehr gut gefallen, hat mir auch gut getan. Hat mich fit gemacht, würde ich mal so sagen. Dann habe ich hier von Denk mit zwei, ja, Luft, Raum, wie auch immer, Parfüms und die fand ich überhaupt total sinnlos. Also am Anfang hattest du schon einen enormen Duft, aber so für 2 Tage und dann nichts mehr. Die haben lange gehalten, bis sie dann halt entsprechend verdunstet waren. Aber ganz ehrlich, das kaufe ich nicht nach. Das hat für mich keinen Effekt. Dann nehme ich lieber eine Duftkerze oder sonst irgendwas, aber nicht in die Viecher. So, leer gemacht habe ich hier von Evelyn die Wattepads, die ich ja nicht mehr nachkaufe, aber sonst immer sehr gerne verwendet habe. Ja, weil ich das jetzt ja mit den Norvel-Pads mache, sehr gerne, oder mit den günstigeren halt auch. Und dann habe ich hier leer gemacht ein paar Kerzen. Die steht hier aktuell noch bei uns im Wohnzimmer. Die habe ich euch auch im Hall gezeigt. Das ist die 99 Cent Postenbörse-Candle. Das ist eine ganz schöne, die riecht sehr, sehr schön frisch. Die gefällt mir richtig gut, brennt auch schön runter. Dann habe ich von Febreze die Winter Collection Candle. Die riecht so nach Wald. Also die riecht echt gut. Steht das hier irgendwo noch drauf? Winter Collection, nee. Aber die war richtig toll. Die kann, oder die ist cool. Die steht immer noch bei uns. Die brennt auch schön und es riecht so ein bisschen harzig, ein bisschen waldig. Also gefällt mir richtig gut. Und dann habe ich hier noch die, die brennt auch gerade bei uns, die Snowberry frische Beeren, auch von Febreze, auch von der Postenbörse für 2,49 €. Die riecht schön fruchtig, das gefällt mir auch sehr gut. Dieses Produkt von Alta Pharma habe ich auf der Arbeit immer stehen gehabt und mir dann immer in so ein Wasserglas reingemacht. Und das hat mir gut geschmeckt und das hat auch gut getan. Multivitamin und Mineral mit Mango-Geschmack kann ich empfehlen. Habe ich auch noch auf Arbeit einige stehen, weil die ja in so Multipacks verkauft wurden. Dann noch mehr Nahrungsergänzungsmittel von Klosterfrau Innere Balance. Ja, das sind Lutschtabletten mit Lavendelhonig. Die sind gut. Die sind echt gut, Leute. Nicht nur, dass die einen irgendwie entspannen, sondern die entspannen auch deinen Hals. Also das kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch meinen Kolleginnen ab und an mal gegeben. Nicht jeder mochte, dass die von innen quasi so flüssig waren, aber ja. Haben gut geschmeckt und sind gut angekommen. Von Floralis habe ich Taschentücher leer gemacht. Die waren gut. Die waren von Aldi. Würde ich empfehlen. Wenn ich sie brauche, würde ich sie nachkaufen. Von Folia. Das war, boah, von. War das von DM oder war das von Rossmann? Das weiß ich gerade gar nicht. 30 Duftmüllbeutel. Nee, von DM war das. Genau, die haben mir sehr gut gefallen. Die sind bei uns im Restmüll drin und die sind echt gut. Also es stinkt nicht mehr so. Ich kann es euch empfehlen. Also wir haben nicht lange unseren Müll drin, ne? Wenn ich aus der Küche rausgehe, ist da direkt links um die Ecke unser Mülleimer. Aber ich kann euch die wirklich mal ans Herz legen, euch die mal zu holen. Oder habe ich die von der Postenbörse? Ich weiß es echt nicht mehr, Leute. Sowas verwirrt mich immer, ne? Wenn sowas, wenn die Marken mir nicht so mega geläufig sind, dann weiß ich das nicht mehr. Ja, finde ich gut, kann ich empfehlen. Schaut euch auf jeden Fall mal diese Müllbeutel mit Duft an. Joa, noch eine Kerze ist leer gegangen. Von Profissimo Anti-Tabak-Duftglas. Also nicht wegen Anti-Tabak, sondern wegen dem Duft habe ich das geholt. Das war so eine ganz normale, schlicht weiße. Die war sehr frisch mit Sandelholzduft. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht sogar die. Ich glaube, das ist sogar die hier hinten. Riecht sehr dezent. Also sonst könnte ich sie hier in diesem kleinen Raum nicht haben. Dann habe ich hier von Vernelle diesen Weichspüler leer gemacht. Supreme. Unfassbar geiles Zeug. Also den kann ich euch so empfehlen. Eure Wäsche riecht so lange so gut. Und oh, der pflegt, der ist toll, der ist gut. Der riecht geil, der riecht richtig geil. Schöner Duft, sehr parfümiert, aber er gefällt mir richtig gut.
Dann habe ich nochmal hier von Domol als Wecktücher Apfelleer gemacht. Wie gesagt, tolles Zeug. Und last but not least habe ich hier Antikal diesen Kalkreiniger leer gemacht. Oder wir haben den viel mehr leer gemacht. Benutzen wir sehr viel im Badezimmer, weil wir extrem kalkhaltiges Wasser hier haben bei uns. Haushalt ist leer. Ja, die nächste Kategorie ist mein Körper bzw. der Körper und Körperpflegeprodukte. Da habe ich hier Ewigkeiten habe ich dafür gebraucht. Eigentlich ist es eine Handcreme. Die habe ich im Aldi mal gekauft von Abbott & Broom. Finest Ingredients, reines Gletscherwasser und zarter Lotus. Das ist eigentlich eine ja, Handcreme halt, ne? Aber ich habe sie dann, als sie ungefähr halb leer war, angefangen für meine Füße zu benutzen. Und ja, weil für die Hände hat mir das einfach nicht ausgereicht. Da war mir das nicht reichhaltig genug. Und dann habe ich das halt als Fußlotion verwendet. Und das fand ich gut. Ich finde den Spender hier oben super. Der hat gut funktioniert. Und das Produkt an sich hat super gut gerochen. Dezent, also nicht zu extrem. Und ja, hat mir gut gefallen. Würde ich mir nachkaufen. Aber halt nicht als Handlotion, sondern als Fußpflege. Von Rituals habe ich das Ritual of Sakura. Das ist eine, ja, Entschuldigung, eine Bodylotion gewesen mit Organic Rice Milk, also mit Reismilch und mit Kirschblüten. Ich liebe den Duft von Rituals of Sakura. Das ist einfach meins, ne? Es ist so sanft und so pflegend und so liebevoll alles und ach, es hüllt dich in eine Wolke voller Rosa. Das ist toll. Das mochte ich sehr, sehr gerne und habe ich auch sehr gerne genommen. Es ist schon pflegend, das muss ich sagen, aber jetzt nicht extrem reichhaltig. Aber es war gut und ja, war vor allem so für Körper, also für Oberkörper und Arme ganz gut geeignet. Für meine Schienbeine jetzt nicht unbedingt, da brauche ich etwas mehr Pflege. Hier habe ich von Apple and Burst, das hatte ich bei der lieben Kathi von Kathis Kosmos gewonnen, Grapefruit and Seaweed Body Wash, Gildusche. Und ja, das war so ein kleines Pöttchen. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, weil mir der Geruch nicht so gut gefallen hat. Hier ist noch ein Haar dran, super. Kommt ja auch frisch aus der Dusche. Noch ein Haar. Warum sind hier so viele Haare dran? Ach, hier ist... Oh, okay. Es hat sich nur drum zugewickelt. Entschuldigung. Ja, es roch mir einfach zu frisch. Das ist nicht meine Geruchsrichtung, nicht mein Bereich, sage ich mal. Hat aber die Haut halt entsprechend gereinigt, da kann es nichts sagen. Dann habe ich hier von Isana ein Duschpeeling leer gemacht mit Meersalz und Kirschblüte, mit Massageperlen und mit Kirschblütenduft. So sieht es aus. Das hatte mir meine Freundin empfohlen, als ich sie im Rossmann getroffen habe. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich dieses Produkt nicht so gerne mochte. Es hat natürlich gepeelt und den Körper auch entsprechend gereinigt. Das hat meiner Haut gut getan, aber es hat ausgetrocknet, weil du einfach... das ist ein Salzpeeling, ne? Es ist halt kein Zuckerpeeling. Dementsprechend... würde ich mir nicht nachkaufen, weil es halt einfach ein Salzpeeling war. Als nächstes habe ich hier von Vandini eine Körpercreme leer gemacht. Die hatte ich im Sale irgendwie gekauft und die fand ich toll. Eine Charming Balance Body Balsam Body Balm Frangipani und Wilder Flieder. Und ja, das ist so ein Pöttchen gewesen. Es roch halt sehr erwachsen, würde ich jetzt mal so sagen, weil du diesen Flieder halt auch sehr riechst. Aber ich fand das schön. Das hat meine Haut echt schön gepflegt. Das war halt nicht so, wie ich dachte. Ne? Ich dachte, okay, Body Balsam ist vielleicht wie eine Body Butter, aber es war viel sanfter. Hatte auch ein total seidiges Finish, wenn man das so auf den Händen hatte. Es war echt schön. Kann ich nur empfehlen. Fand ich echt gut. Etwas, was ich nicht so gut fand und was in meine Aussortiertbox gehen wird, ist von Nivea Body Mousse. Das ist so eine Lotion. Ja, sie hat gepflegt, aber mich nervt es, wie das Produkt da oben rauskommt. Es kommt halt irgendwie nicht wie so ein Schaum raus, was ich erwartet hätte, sondern so auch wieder so, ne? Also nicht schön. Ich schüttel das Ding wie in eine Irre und ja, drück dann drauf. Ich kann es euch sogar mal zeigen. Ich meine, ne, das ist ja noch, muss ich mir meine Ringe für abnehmen. Also ich habe auch gut was davon verwendet. Das ist, ich glaube, halb leer, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich schüttel das jetzt echt eine Weile. Ne? Das ist jetzt nicht nur, dass ich das zwei, drei Mal hin und her schüttel, sondern es ist schon ordentlich. So, und dann gebe ich das so auf meine Hand. So, ich finde das einfach nicht geil. Ich finde es wirklich nicht geil. Ich weiß nicht. Ist nicht meins. Wirklich nicht. Aber es pflegt toll. Es
habe ich was auf meiner Hand, ich verteile es mal eben. Es zieht auch schön ein, also das kann man auch so sagen, ne? Aber irgendwie, mich flasht das Produkt nicht. Ich bin da nicht so begeistert von, deswegen werde ich das weitergeben. Es wird sich garantiert jemand anders drüber freuen, aus Familien- oder Freundeskreis. Aber ich freue mich da gar nicht mehr drüber, deswegen kommt es weg. So, und dann habe ich hier noch eine Schauermilch, also eine Duschmilch, leer gemacht von Original Source. Kirsche und Mandelmilch, und die fand ich richtig geil. Boah, hat die geil gerochen. Wie diese Kirschlollis, die man halt immer so in dem Tante-Emma-Läden gekriegt hat. Richtig geil. Hat auch schön gepflegt, also hat mir mega gut gefallen. Das ist natürliche Feuchtigkeit, es ist vegan, es ist 100% natürlicher Duft, es ist, ha, gefällt mir. Tolles Produkt, hat mir gefallen, auch die Packung, wie man es halt so rauskriegen konnte, sehr, sehr toll. So, hier habe ich meine Tüte mit dekorativer Kosmetik und Co. Da ist jetzt ziemlich viel reingewandert, weil ich einiges aussortiert habe, und zwar ganz viele Lippenprodukte. Ich habe mich nämlich so jeden Abend hingestellt, ich blende euch das dann auch immer wieder dazu ein, und jeden Abend mir verschiedene Lippenstifte so kurz vorm Duschen drauf gemacht, um dann einfach mal zu gucken, mag ich den eigentlich oder kann der weg? So, und dann wird das entsprechend aussortiert und halt weitergegeben. Fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt, die Idee. So, als erstes habe ich hier, ja, nicht aussortiert, sondern in Verwendung, von Essence die Style Your Brows Eyebrow Stencil Set Viecher. Das sind ja so Augenbrauen-Schablonen, und ich muss sagen, dass ich damit auf jeden Fall lerne, wie ich meine Augenbrauen zu zeichnen habe. Weil ich bin da ja nicht so der Ultra-Pro drin, um das mal ganz gelinde auszudrücken. Ja, deswegen, also ich finde es ganz cool, war in dieser Essence Surprise Box mit drin. Und auf jeden Fall eins der Produkte, die ich am meisten verwende. Dann habe ich leer gemacht von Evo das Eyelash Formula. Mensch, so viel Ei hier drin. Naja, 2.0. Genau, so sieht die Verpackung aus. Und so sieht das Serum an sich aus. Das ist ja aktuell auch in einer meiner Verlosungen mit drin an euch. Und ich fand das super. Hat mir sehr gut gefallen. Genau. Warum ich so gemacht habe, weiß ich nicht. Es ist nämlich leer, ne? Also siehst du auch wohl. Ja, das hat so ein dünnes Bürstchen, so einen dünnen Applikator. Das machst du dir halt drauf wie ein Eyeliner. Und ja, was soll ich sagen? Es hilft. Ich benutze ja alle möglichen Augenbrauen- und Wimpernseren, die mir so über den Weg laufen. Einige habe ich ja so in Adventskalendern drin gehabt, deswegen verwende ich die natürlich. Mein Liebstes ist und bleibt es von Isana, absolut. Das werde ich mir auch definitiv, habe ich mir schon nachgekauft, genau. Für meine Augenbrauen verwende ich ja das Rizinusöl, und Leute, es hilft. Ich kann es nur empfehlen. Wenn ihr so ein Wimpernserum habt, könnt ihr das auch gerne für die Augenbrauen verwenden, denn auch das hilft. Also ja, das ist ein tolles Produkt, kann ich empfehlen, und es hilft auf jeden Fall, dass die Wimpern wachsen. Meine Wimpern sind echt sehr gewachsen, seitdem ich Wimpernseren überhaupt verwende. Aussortieren werde ich nicht nur diesen Beauty-Schwamm, sondern auch den hier. Diesen Beauty-Schwamm ist ja dieser Macaron-Schwamm. Also beide habe ich in der Waschmaschine gewaschen. Deswegen kann ich die auch in meine Box packen von den Sachen, die ich so an meine Freunde und Familie weitergebe. Ja, diesen hier mochte ich von der Form her überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Das hat für mich einfach keinen Sinn. Und diesen hier finde ich einfach viel zu hart. Viel, viel, viel zu hart. Guckt euch das mal an. Also auch wenn ich da Wasser dran mache, das ist so hart. Das mag ich nicht. Fand ich unangenehm. Deswegen wird der aussortiert. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das war einer, der war nicht billig. Der war auch in einem Adventskalender drin, und der war echt nicht billig. Krass. Das nächste Produkt ist hier von LipTip oder von Hashtag Shein oder Shine. Dieser Lippenpflegestift oder wie auch immer. Küsschen Care and Repair für deine Lippen. Und ich glaube, der sollte auch irgendwie Plumping oder sowas machen. Hat bei mir nicht funktioniert, und ich fand den irgendwie auch nicht so geil. Deswegen wird er auch in meine Aussortierkiste kommen. Aufgebraucht habe ich von Kiss New York Professional diesen Eyeliner. Der ist mir echt unfassbar schnell ausgetrocknet. Ich fand den eigentlich ganz toll, aber der ist so schnell ausgetrocknet. Furchtbar. Ich versuche jetzt in Zukunft auch eher mich so an Gel-Eyeliner ranzutesten und weniger diese Filz-Eyeliner zu verwenden, weil die mir einfach viel zu schnell austrocknen. Das finde ich so traurig, denn ich habe hier noch einen von Catrice, den Glam & Doll 16 Hours Super Black Liner Waterproof. Auch der ist mir ausgetrocknet. Ist alles viel zu schnell. Deswegen, ich steige um.
So, dann habe ich aussortiert von Rival de Loop, aber der kommt in den Müll, weil der ist irgendwie schon Asbach. Shopping Queen Prime and Protect Anti-Pollution Feuchtigkeit Ich glaube, spenden. den habe ich euch auch schon in meinem Gesichtsvideo gezeigt, wo ich meine Gesichtssammlung gezeigt habe. Es hört sich irgendwie ziemlich creepy an, aber das habe ich getan. Auf jeden Fall habe ich ihn da schon aussortiert, weil er einfach irgendwie komisch ist und komisch riecht und irgendwie, der kommt weg. Vor allem in den Müll und nicht aussortiert zu Freunden. Was ich auch aussortiert habe, ist hier von Solar Oil Nail and Cuticle Care. Das ist so ein kleines Ding, was ich auch im Adventskalender drin hatte und das wird auch aussortiert tatsächlich und nicht weitergegeben, weil ich das einfach nicht gut finde. Ich habe den auf meine Zehennägel gemacht und habe dann auch tatsächlich keinen Nagellack in der Zeit verwendet, ne? Also ich habe das wirklich versucht, wie ein Pflegeprodukt zu verwenden, wie ein richtiges Nagelöl. Der hat meine Nägel so ausgetrocknet, also genau das Gegenteil von dem, was er machen sollte. Es ist Schiete, es kommt weg, Leute. Ciao. Kommt nicht in den Plastikmüll, kommt in den Glasmüll. Auch leer gemacht, aber richtig geil fand ich den von Catrice Cosmetics, den Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Das ist der hier. Den kennt ihr. Der ist geil, oder? Der hat doch so einen super Spoolie hier hinten dran und oh, herrlich. Der Spoolie ist natürlich jetzt ein bisschen über, aber ja, der ist jetzt auf jeden Fall leer. Ich kriege den. Ey, ganz schmierige Finger hier. Hallo? Da kommt nichts mehr raus. Der ist leer. Alle, alle. Ja, ne? Den fand ich ganz gut von der Farbe her. Nicht hundertprozentig passend, aber ich bin ja nach wie vor auf der Suche nach der richtigen Farbe. Wobei ich finde, hier mit dem, was ich heute drauf habe, bin ich ganz gut zufrieden. Ich glaube, das wird mein Favorite Augenbrauenprodukt werden. Ja, ich hatte auch schon drüber nachgedacht, hier einfach den Spoolie zu behalten. Und ja, habe mir dann aber gedacht, nein, das Produkt kommt weg. So. Auch aussortiert habe ich von Trifle Cosmetics Lip and Cheek Jam. Das war in einer Glossy Box mit drin. Ganz ehrlich, ich finde das in der Anwendung so bekloppt und irgendwie ist das überhaupt nicht meins. Das ist hier halt eine Pipette, dann hast du hier das Kram drauf, dann machst du dir das auf die Lippen, dann hast du so ganz leichten rosa Schimmer auf den Lippen. Kannst es hier auch hier auf die Wangen tippern, aber ganz ehrlich, ich benutze das nicht, deswegen kommt das in meine Aussortiertkiste. Genauso wie mein Freedom Pro Eye Primer. Auch den benutze ich einfach nicht. Das hat dann keinen Sinn. Ich benutze immer Concealer und den benutze ich einfach nicht. Der hat ein Füßchen, dann kannst du dir quasi deine Augen damit primen, aber ich prime meine Augen nicht. Ganz einfach. Deswegen kommt auch der in meine Aussortiertkiste. Die Mascara von Karl Lagerfeld und Model Co. ist leer gegangen. Das ist die hier. Die hat so ein ultra krasses Bürstchen. Die habe ich schon mal mit euch zusammen in meinem Mascara-Testvideo getestet. Und ja. So sieht das Bürstchen aus, aber es ist jetzt einfach leer gegangen und dementsprechend wird diese Mascara in den Müll wandern. Zack. Genauso wie die Roller Lash Mascara von Benefit. Achso, die von Karl Lagerfeld und Model Co. fand ich gut, aber man muss halt echt aufpassen mit den Wimpern, weil das ist so ein krasses Bürstchen. Wenn du morgens vielleicht ein bisschen dickere Augen hast und dir dann die Wimpern tuscht, dann hast du das alles hier oben sitzen. Das ist ziemlich unpraktisch. Von Roller Lash, die Mascara von Benefit, fand ich am Anfang nicht so gut, aber als sie ein bisschen eingetrocknet war, habe ich sie geliebt. Die hat so ein schönes Gummibürstchen hier vorne geschwungen. Und die war richtig geil, als sie so ganz leicht angetrocknet war, ne? Also so nach einer Woche ungefähr. Und die hat mir bombastische Wimpern gezaubert, war richtig geil, hat mir unfassbar gut gefallen. Also da kann man tatsächlich mal drüber nachdenken, sich den groß zu kaufen. Aber ich habe echt noch so viele Mascaras da. Da brauche ich nicht drüber nachdenken, mir eine neue zu kaufen. Deswegen. Aber die fand ich richtig geil. Jetzt habe ich hier Produkte, die ich quasi aussortiert habe, die in meine Aussortiertkiste wandern werden. Da fange ich einmal an mit diesem Produkt Bier Bombshell. Das ist so ein Liquid Lipstick. Hello. Ja, komische Perspektive hier gerade übrigens, ne? Da seht ihr euch übrigens, wie ich mein Handy halte. Super. Und hier seht ihr den Pinselbaum. Ja, anderes Thema, glaube ich, ne? Auf jeden Fall ist das hier jetzt dieser Liquid Lipstick, den ich falsch rum halte. Beer Bombshell heißt der. Den habe ich jetzt auch auf den Lippen und irgendwie, ich finde, der passt so überhaupt nicht zu mir. Also gefällt mir nicht, deswegen kommt der weg. Der fühlt sich unheimlich schön an, aber die Farbe ist furchtbar. Ich guck mal, wenn ich jetzt hier Licht anmache, da weiß ich nicht, so, ne? Man sieht einfach, dass der irgendwie nicht so geil ist. Also
Von der Farbe her, vom Tragegefühl her richtig geil, aber von der Farbe, m-m. Leider nein, der wird weiter wandern. Dann von Catrice Power Plumping Gel Lipstick. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also dieser Lippenstift hier von, ich glaube, ja, von Catrice hat überhaupt keinen Effekt. Der ist ja auch einfach mal meine Lippenfarbe, ne? Nudie, 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 aber da kann ich genauso gut einen Lipbalm verwenden und habe dann in dem Sinne auch eine Pflegewirkung, ne? Der darf auch gehen. Von ASOS aus dem Adventskalender ein Lipstick Rouge à Lèvres. Der riecht unfassbar gut. Auch wenn ich diesen Lippenstift so gut wie noch nie getragen habe, finde ich den nicht so gut. Also, ne? Er ist einfach orange. Von Etre Belle Lip Twist Lip Pencil Crayon Lèvres Lippenstift. Oh. Der riecht gut, aber ne, der wird jetzt auch aussortiert. Ja, bitte entschuldigt die schlechten Lichtverhältnisse, ne? Also als erstes habe ich jetzt hier aussortiert von Etre Belle. Das ist so ein Lippenstift-Stift. Und ihr seht, ich habe den jetzt ja auf den Lippen. Es ist nicht meine Farbe. Der ist einfach viel zu orange. Ne? Deswegen wird er leider aussortiert. Aber der fühlt sich so, so schön an. Also in einer anderen Farbe wäre der wahrscheinlich mega was für mich, weil ich den toll finden würde. Der fühlt sich an, als hättest du gar nichts auf den Lippen. Aber in der Farbe, nee, nee, nee. Leider, leider, leider. Und irgendwie, ach, ich schwanke noch, weil ich eigentlich die Marke so geil finde und irgendwie, ich kann es irgendwie nicht übers Herz bringen, aber die aussortierte Kiste heißt ja nicht weggeschmissen Kiste, die steht hier ja noch nach wie vor. Ja, von Fenty Beauty aus dem ganz, ganz, ganz lieben Überraschungspaket, dieser Lippenstift. Ich musste bei diesem Lippenstift tatsächlich länger überlegen, ob ich ihn jetzt behalten möchte oder ob ich ihn wegtue, weil es mir so in der Seele wehtut. Es ist von Fenty Beauty. Der hier, der war von der lieben Mrs. X in dem Überraschungspaket und die Farbe ist leider auch nicht meine Farbe. Ich hoffe, dass ich in meinem Familien- oder Freundeskreis jemanden finde, dem diese Farbe auch wirklich steht und der da Freude dran hat. Aber dieses Orangene, das ist leider überhaupt nichts für mich. Auch wenn er sich so schön anfühlt. Och, das ärgert mich so sehr. Schade. Echt schade. Ja, ihr merkt, mir blutet echt das Herz. Also ich weiß gar nicht, soll ich den jetzt aussortieren oder nicht? Stimmt mal hier oben ab. Was meinst du? Soll ich den aussortieren oder soll ich den behalten? Ich weiß es nicht. Ich bin mir echt nicht sicher. Weil es ist einfach Fenty Beauty und ich will und irgendwie, es tut mir auch irgendwie so leid für Mrs. X und oh Mann, eigentlich finde ich den so toll. Aber sie hat ihn ja eigentlich auch aussortiert und deswegen mir ja gegeben. Trotzdem tut es mir so leid, ne? Das ist irgendwie total obskur. Aber trotzdem, irgendwie finde ich den so toll. Von Revolution, dieser Lippenstift hier, den hatte ich im Adventskalender drin. Ja, wundert euch nicht. Ich bin jetzt gerade etwas sehr krass geschminkt. Ich habe eben für euch das Full Face mit dem Mrs. X-Paket gemacht oder die ja, Sultry-Palette mit euch zusammen benutzt. Ja, also es geht um diesen Lippenstift. Das ist der hier von Revolution und der ist mir ein Tick zu orange. Also ich habe tatsächlich welche, die braun sind und die einfach besser zu mir passen. Also die auch mein Teint mehr meinem Teint mehr schmeicheln, sagen wir es mal so. Und deswegen darf der gehen. Jo, der darf dann auch gehen. Und als letztes habe ich aussortiert von Bella Pierre Cosmetics Kiss Proof Lip Finish. Das ist dieses hier. Ja, und das hat einfach überhaupt keinen Effekt. Also, es ist einfach wie ein durchsichtiger Lipgloss. Und damit kann ich nicht allzu viel anfangen, denn ich habe richtig gute, tolle, durchsichtige Lipglosses, die aber besser sind als der. Und deswegen wird der aussortiert. Ja, und last but not least kommen wir zu meinem Probenprojekt. Ich habe ja vor, jeden Monat 5 Proben auf jeden Fall auszuprobieren und aufzubrauchen. Wenn es mehr sind, ist schön, aber habe ich bislang noch nicht geschafft. So, kommen wir zum allerersten. Das ist, da kommt mir direkt das Parfüm entgegen. Das ist La Vie Belle, aber L'Eclat. Also La Vie Belle habe ich ja in groß und das hier ist einfach so eine kleine Parfümprobe gewesen von L'Eclat. Das ist ja so eine
etwas weiblichere Note noch so ein bisschen. Also es ist ein bisschen schwerer als das normale La Vie Belle. Hat mir persönlich ganz gut gefallen. Also man sieht es auch hier am Flakon, der andere ist ja glatt und der ist jetzt so ein bisschen, ne, etwas diamantmäßiger. Ja, hat mir persönlich ganz gut gefallen vom Geruch her. Aber ich habe ja noch das andere. Also fand ich ganz gut. Ja, dann habe ich leer gemacht von Biotherm Blue Therapy Red Algae Uplift. Also das ist mit roter Alge eine Tagescreme. Die fand ich auch sehr gut. Hatte eine schöne gelige Konsistenz. Biotherm Gesichtscremes mag ich per se ja sowieso richtig gerne. Und man konnte jetzt am ersten Tag natürlich nicht sagen, oh ja, pflegt die Haut mega. Aber das, was diese Creme an dem Tag gemacht hat, war ganz gut. Die Haut war schön weich dadurch und ja, ist jetzt nicht irgendwie krümelig oder so gewesen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zu dem Produkt blende ich euch gleich auch mal eben einen kleinen Einspieler ein. Das sollte ja quasi Anmut geben. Das ist Senses Asian Spa Asian Neroli and Sandalwood Hydrating Body Lotion Le Corps Hydratant. Ja, von Art Deco. Ja, ist eine Probe gewesen für eine Body Lotion und ja, das blende ich euch mal eben kurz ein. Ich weiß ja nicht. Siehst du einen Unterschied? Also das rechte Bein hier habe ich eingecremt mit dieser wunderschönen Probe, die ja zu Anmut verhelfen soll von Art Deco. Und das linke Bein habe ich eingecremt mit ganz normal, was ich jetzt aktuell benutze, was auch gerade ein bisschen verschmiert aussieht. Ja, das läuft oben so nach, ne? Das Nivea Body Mousse. Also ich finde, dass meine Beine jetzt echt nicht unterschiedlich anmutig oder eben nicht anmutig aussehen, ne? Ich habe halt nach wie vor meine Waden, wie sie halt auch vorher waren. Also da ist jetzt nichts verändert. Naja, von der Feuchtigkeitspflege her finde ich, dass es relativ ähnlich ist. Aber ansonsten ist da jetzt nicht irgendwie der Wow-Effekt zu sehen. Also, wie ihr seht, ist jetzt nicht irgendwie, dass es Anmut gemacht hat oder sonst irgendwas, aber war halt fein. Also war eine nette Sache und ja, war ganz cool. War eine schöne Bodylotion, aber Anmut gibt es nun mal nicht dafür. Dann habe ich von Avapohi bzw. Von Paul Mitchell Keratin Intensive Treatment eine restrukturierende Intensivpflege leer gemacht. Das ist eine Haarmaske gewesen. Die habe ich gerne verwendet. Die war gut. Die hat die Haare schön gepflegt, hat aber gestunken. Und dann habe ich, ja, dieses Produkt habe ich heute drauf, das habe ich mir heute Morgen mit euch zusammen drauf gemacht, habe ich in meinem Video verwendet, wo ich die Urban Decay Born to Run Palette geschminkt habe, die ich auch heute auf den Augen drauf habe. Und ja, ich dachte erst, dass es nicht mein Hautton wäre, also mein Farbton, aber sie hat sich echt sehr gut meiner Haut angepasst, also hat mir gut gefallen, weil es war ja die Farbe 212 Light Olive. Habe ich erst gedacht, so, aber es passt wirklich, richtig gut. Das ist die BH Cosmetics BH Liquid Foundation Naturally Flawless. Und das muss ich wirklich sagen, das hat ein schönes Finish hinterlassen. Ich habe die Foundation jetzt, ich gucke mal eben auf die Uhr. Ich habe sie drauf gemacht, so um 2 Uhr. Jetzt haben wir es 7 Uhr. Also ich habe sie 5 Stunden drauf und es sieht aus wie fresh. Also das ganze Make-up sieht aus wie fresh irgendwie heute, obwohl ich mit meinem Hund spazieren war und ihr Haushalt gemacht habe. Wahnsinn! Also es ist richtig toll, kann ich nur empfehlen. Und ja, auf jeden Fall eine coole Sache, die ich mir in meinem Farbton gerne kaufen würde. Ja, und die fünf Proben, die ich mir für den Monat März ausgesucht habe, sind folgende. Und zwar habe ich hier einmal von MAC Studio Waterweight Foundation Fond de Teint. Könnte eventuell etwas dunkel sein oder perfekt passen, ich weiß es noch nicht. Von Elizabeth Arden. Retinol-Ceramid-Kapseln, das ist ein Nachtserum. Da sind, ich glaube, zwei Kapseln drin. Dann von John Frieda eine Repair and Detox-Maske, nährende Intensivpflege und Revitalisierung für trockenes, geschädigtes und strapaziertes Haar. Dann habe ich mir hier die Balea Q10 Antifalten-Nachtcreme rausgesucht. Das ist so ein kleines Pöttchen. Ist für mich eine Probe. Und dann eine Parfümprobe von Tiffany & Co. Und zwar ist es das Eau de Toilette Sheer. So heißt das. Und im Original würde es so aussehen. Also so. Und das ist die Probe.
So, ihr Lieben, das waren jetzt meine ganzen aufgebrauchten Produkte aus dem Monat Februar. Ja, das Video kommt jetzt ein bisschen später online, aber da sind noch ein paar andere Sachen, die eher dran sind. Ja, ne? Was soll ich sagen? Es war mal wieder ordentlich was, aber es war weniger als letzten Monat, glaube ich. So gefühlsmäßig. Auch zeitmäßig vom Film hier gerade. Ja. Jetzt kommt eine Verlosung. Ich blende euch mal eben ein, was du gewinnen kannst. Also, was du dafür tun musst, wie immer, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, dass du gerne an der Verlosung teilnehmen möchtest, Abonnent meines Kanals sein, dem Video einen Daumen nach oben geben, das Übliche. Ne, steht auch alles in der Infobox. Ihr müsst nicht irgendwie zwingend irgendeinen Hashtag verwenden. Es ist einfach schön, wenn du reinschreibst, dass du teilnehmen möchtest oder reinschreibst, keine Ahnung, Hashtag Verlosung oder sowas oder Hashtag ich bin dabei, wie du möchtest. Ne? Sei ganz frei. Und die Verlosung geht ungefähr 4 Wochen. Ziemlich genau. 4 Wochen. Ja, ab heute. Steht aber auch alles unten in der Infobox. Und ich merke, ich habe heute so viel geredet. Wow. So, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch irre gerne ein... Jetzt habe ich mich gefragt. Ein Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!